Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Heute sind wir beim 361 Kaffeehaus. Das ist so eine Anlage sozusagen. Da kriegt man nicht nur Kaffee, da kriegt man alles. Restaurant, Steak. Ja, zeige ich euch gleich mal von außen. Das ist gar nicht so weit von uns entfernt. Also vielleicht 2-3 Kilometer. Liegt direkt auf der Hauptstraße, wenn man von Surin Richtung Prasad fährt. Das ist relativ neu gemacht, sehr schön, modern, mit allem drum und dran. Wir sind öfters hier. Heute haben wir uns mit Freunden getroffen. Das ist die Bo und die andere Freundin. Alles Freundinnen von meiner Frau. Und wir feiern heute ein bisschen Geburtstag von der Bo. Die hat Geburtstag heute. Ja. Und wie gesagt, Sonntagnachmittag, ein bisschen relaxen, ein bisschen chillen. Nachher gehen wir noch auf dem See von Weißaneng noch ein bisschen essen was. Ja, machen uns halt einen gemütlichen Nachmittag sozusagen. Okay. Guten Kaffee gibt es hier auch, ne? Und jetzt will ich euch nochmal dieses Kaffee hier zeigen von draußen. Ne? So, erstmal noch meine Frau. Ne? Das sind die drei Freundinnen. So, was für ein schönes Bild und was für eine schöne Begleitung hat der Pharang heute. Ne? Okay, Leute. Also, wir sind jetzt im Obergeschoss hier, also so terrassenartig. Das Café ist eigentlich unten. Und mal kurz hier zum Fenster rausschauen. Okay, wir gehen jetzt gleich ein bisschen raus und schauen uns das Ganze von draußen an. Ist sehr schön gemacht. Okay, und auf geht's. Leute, das hier ist die Aussicht, ist wie gesagt neben der Hauptstraße gelegen, aber sehr schön gemacht, sieht man da, die haben diese Bäume da gepflanzt, und auch sonst sehr schön gemacht, ab und zu abends ist da auch Live-Musik. Ist jetzt ein bisschen laut von der Straße. Also 361 ist der Name von diesem Kaffee-Restaurant. Sehr schön finde ich diese Dattelpalme, nicht? Da vorne. Sind so viele und so groß schon. Ne? Wir haben auch Früchte gehabt, jetzt sind sie aber geerntet. Da gehen wir mal die Treppe runter. Ist wirklich schön gemacht. Bisschen windig heute. So, also nochmal. 361.
ist immer gut Besuch, klar, heute ist auch Sonntag, Nachmittag, Parkplätze alle voll. Hier so, das ist der Gelände, hier der Rasen, da ist öfters mal Live-Musik abends. Das hört man dann bis zu uns. Ja. Ich muss mich ein bisschen in den Schatten ziehen, weil die Sonne brennt ja schon stark. Ja, das sind die Mädels beim Fotomachen, ihre Lieblingsbeschäftigung, ne? Ja, so ist schön. Hey, eine Katze ist da. Was es so alles gibt. Ah, hier nochmal eine schöne Terrasse, schöne Aussicht. Allerdings neben der Hauptstraße und ziemlich laut daher. Ja. Selbst diese kleine Fluss. Gehen wir ein bisschen zurück, weil hier neben der Straße ist ziemlich laut. Hier ist schon besser. Ja, Leute, und das ist der Skywalk von 361. Naja, Skywalk, aber schon ein bisschen, ja, gehen wir einfach mal hoch. Also die Aussicht ist schon mal sehr schön hier, ne? Oh ja. So, jetzt in diese Richtung. Wäre praktisch unser Grundstück da. Wie gesagt, ist 2-3 Kilometer entfernt. Da geht schon wieder mehr nach unten. Da kommt meine Frau, die darf meinen Kaffee halten. Runter. Also die Dattelpalmen sind echt schön, ne? Alles sehr schön gepflegt, auch die Rasen gemäht, ne?
jetzt die Vorderseite hier. Das sind jetzt die Dattelpalmen von ganz nahe. Wie gesagt, vor ein paar Wochen haben die noch Früchte. Ah, da sind noch welche. Die sind jetzt so abgedeckt mit Papier. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Einige haben also noch Früchte. Sehr schön, die Bäume. Also so eine möchte ich mir auch pflanzen irgendwann. Einfach nur so. Die sind aber sehr teuer, habe ich mir sagen lassen. Manche sagen, die wachsen hier nicht, aber wenn die hier wachsen, dann wachsen die eben. Also man muss halt nur den günstigen, den entsprechenden Boden haben. So Leute, jetzt haben die sogar Glas hier. Ne? Und ich kann nur hoffen, dass mich das Glas auch hält. Ja, deswegen. Also ein bisschen Angst habe ich schon, ne? Obwohl das ja gar nicht so hoch ist. Ne? Ja. Ich kann nur hoffen, dass das Gras auch den Verrang hält und nicht nur Details. Also bei meinen 100 Kilo bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Aber gut. So, das sieht man jetzt nochmal. Diese Seite. Da bin ich mal gespannt, die Damen, wenn die kommen. Aber die haben keine Angst. Okay, now I won't see you. It's a glass. Aha. Auch ein bisschen vorsichtig am Anfang. Aha. I see. A few weeks ago they still have fruit, everyone. Now they catch almost. Oh, Leute. Kaffee, das direkt an der Hauptstraße liegt und nicht zu weit von uns. Ja. Ein Besuch hier lohnt sich immer. Die haben auch eine gute Küche, wenn man was essen will, nicht nur Kaffee, wie gesagt. Ja, und ansonsten, ja, ich würde sagen, das war es wieder mal für heute mit einem kurzen Video. Euch noch einen schönen Sonntagnachmittag und bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.